Ein Hoch auf die Gründüngung. Es herrscht emsiges Treiben. Trachtflug im September. Anfang Oktober. 22 Grad heute noch. Es wird die Woche noch ein bisschen wärmer werden. Das heißt, die Bienen werden noch weiter fliegen können. Und holen sich hier einen ordentlichen Zuschuss zum Winterfutter. Man kann auch riechen, was da rauskommt. Oder was da reinkommt, was die Bienen reinbringen, weil der Honig und der Nektar, den sie jetzt eintragen, der hat seinen eigenen Geruch. Es ist Gründüngung angesagt, derzeit bei den Bauern hier im Machfeld. Ihr könnt es nicht riechen, ich dafür umso mehr, weil der riecht aus den Stöcken heraus. Das ist ein bekannter Geruch, und zwar geht es hier um den Buchweizen. Da ist eine mit einem riesen Pollenhöschen reingegangen. Das Pollen aber wahrscheinlich eher vom Senf, weil der blüht nämlich zeitgleich gerade. Ja, emsiges Treiben. Ein guter Bonus zum Winterfutter, also brauchen wir keine Sorgen machen, dass die Bienen da zu wenig Futter drin haben. Das wusste ich aber auch, deswegen brauche ich nicht ganz so viel einfüttern wie andere Imker, solange es im Herbst länger warm ist, so wie die letzten 2-3 Jahre. Bringen sie hier aus dem Buchweizen sicher nochmal so 10 Kilo ins Volk rein. Und so habe ich auch nicht nur Zucker drin, sondern auch teilweise halt eben noch Nektarhonig. So, und hier dann noch einmal der höchst anzunehmende imkerliche Jackpot im Herbst. Buchweizen, in diesem Fall sogar roter Buchweizen, der ist noch ein bisschen ergiebiger als der weiße. Schon wenn man so im Feld steht und da so eine Nase von nimmt von der Blüte hier. Ganz eigener Geruch das Zeug. Sehr kräftiger Honig, der da rauskommt. Wird hier von den Bauern im Machfeld zur Gründüngung recht häufig eingesetzt. Und wie gesagt, die Bienen fliegen drauf, bis und geht nicht mehr. Solange die Temperaturen Flugwetter erlauben, fliegen die auch auf den Buchweizen. Und das bringt ja schon mal einen Futterbonus von so 10 Kilo pro Volk locker ein. Selbst im September noch. Bei uns sind die Tagestemperaturen noch deutlich über 20 Grad. Die fliegen sicher noch die nächsten Wochen und der Buchweizen blüht auch sicher noch 3-4 Wochen. Geschenk der Gründüngung, ja? Falls die Bauern zusehen, wenn ihr Imker in der Gegend unterstützen wollt, das ist dies, was man braucht. Da hinten sind auch Verfelder, da blüht der Senf, da haben die Bienen den Senf hergeholt. Die Senfpollen, das habe ich mir gerade schon gedacht, dass der Senf rauskommt. Deutlich zu erkennen, den hellgelben Pollen, ist halt nicht immer Senf um die Jahreszeit. Hier im Machfeld setzen die Bauern wirklich sehr viel Buchweizen ein. Das gibt mir manchmal das Problem, dass ich dann die Sommertracht sehr früh runterschleudern muss. Weil der Buchweizen hat einen so starken Eigengeschmack, dass sobald der in den Honig gelangt, in kleinsten Mengen, das riecht man, das schmeckt man. Und er ist einfach nicht jedermanns Sache. Also entweder man liebt den Buchweizenhonig oder man verzichtet drauf. So, danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal wieder rein.